Wenn wir mal kurz die Blutheilung einsetzen. Eigentlich sind wir derjenige, der Angst verbreiten sollte. Gott, oh Gott, oh Gott, aber vielleicht funktioniert jetzt der Aufzug. Warum leuchtet es da hinten so komisch um die Ecke? Wenn du mir das Ding überschmeißt, knallt. Hinten ist eine Frau. Wer ist sie denn? Au! Hinten war eine Frau. Aua, verdammt! Das tut vielleicht weh? Hier ist wieder ein Aufzug. Aua! Hey! Kinderzimmer. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass das Zimmer hier zu dem Kinderkopf gehört. Also anscheinend ist hier nicht nur ein Geist, der sein Unwesen treibt, sondern gleich zwei. Oder drei. Also wir haben einen abgetrennten Kinderkopf. Wir haben eine Frau in einem weißen Kleid. Und wir haben... Aua! Und wir haben einen Mann mit einer Axt in der Hand. Kann ich uns öffnen? Nur die Sachen anheben. Was ist denn das? Ich dachte, das ist ein Rollenspiel, das ist ja voller Horror. Was steht denn hier? Get out! Nein! Wir gucken mal weiter, was es hier noch so gibt. Hier oben ist definitiv fertig. Jetzt haben wir noch den... Jetzt haben wir noch den Aufzug hier und hier vorne war ich noch gar nicht. Und hier geht es natürlich die Treppe wieder runter, aber ich will unseren Auftrag definitiv zu Ende führen. Gott, was ein Horror hier. Hier kamen wir hoch und hier geht's auch noch weiter. Ja, wir haben auch noch... Nichts. Ein leerer Raum diesmal, der uns nichts tut, außer dass die Tür von selbst zugeht. Verdammte Hacke. Himmel nochmal. Hör doch auf, es kann doch nicht wahr sein. Muss hier Schloss knacken und bitte Stufe 10. Also das ist für uns definitiv nicht schaffbar, dieses Schloss zu knacken. Das heißt, wir müssen wohl oder übel den Aufzug benutzen, obwohl ich da kein Freund von bin. Hier sind wir durch die Treppe gebrochen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hier nochmal durch die Treppe zu brechen. Persönlichen Gegenstand des Geistes. Nur welcher Geist? Der Axtmörder oder welcher? So. Okay, da unten ist auf jeden Fall die Hölle am Dampfen, die Kacke. Wir nehmen mal hier den... Der Aufzug ging ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Treppe nehmen. Was ist denn hier? Aua! Große Eröffnung. Santa Monica feiert das neue Ocean House Hotel. Okay. Und dann wurde der Kinderkopf gefunden. Wie es aussieht. Ja, hier hinten. Ah, hier ist der Aufzug jetzt wahrscheinlich hingefahren. Hörst du mal auf, Sachen nach mir zu werfen? Ich glaub's hackt. Was ein Glück, haben wir uns vollgetankt. So. Einmal hier durchgeladen, denn ich sehe es schon kommen, dass das wieder irgendwas nach uns wirft. Beobachtet dich. Ey. Ja, ich bin schon tot. Kannst du nicht mehr viel umbringen. Er beobachtet mich. Ich sehe nicht, wie er mich beobachtet. Aber einen Geist können wir auch schlecht erschlagen, ne?
Geht nicht so gut. Was soll denn der persönliche Gegenstand bitte sein? Wir hatten irgendwo noch eine Türstufe 10. Vielleicht können wir da jetzt rein. Das war hier, hier war nichts. Himmel, was eine Horrorbude. Ich will hier nur noch raus. Kronleuchter hat er uns schon übergeworfen. Er beobachtet dich, er will dich töten. Warum will er mich töten? Ich habe ihm nichts gemacht. Soll mal ein bisschen rational bleiben, der Freund hier. Hier ist offen und hier ist verschlossen. Ja, Schlösser knacken, Stufe 10, das kann er natürlich vergessen. Vielleicht ist hier noch irgendwas, aber es sieht nicht so aus. Ja, zumindest. Irgendwo muss es ja jetzt hier noch einen Hinweis geben. Ja, zumindest wackelt schon mal nichts mehr. Er schießt schon mal nichts mehr nach uns, aber da unten ging es einfach nicht weiter. Warum auch immer. Hier ist der Aufzug. Aber ich sehe auch nirgendwo einen privaten Gegenstand, den wir finden können oder so. Hier nochmal gucken. Da ist der böse Mann, der der Mutter die Hand gibt, die die Kinder, das ist ja ganz widerlich. Okay, und der böse Mann brennt. Brennt. Warum brennt er? Hier ist ein Puppenhaus. Ich mich doch besser vorher genauer informiert, was hier abgeht. Also hier ist ein böser Mann, der die Mutter an die Hand nimmt. Und dann sind noch die Kinder, aber die lachen alle. Nur er hat ganz böse Augen. Dann hier nochmal schauen. Warum rollt das? Get out. Ich sehe es nicht mal ein. Hier ist ein Foto und... Ah! Schlüssel für das Obergeschoss. Freund. Schlüssel für das Obergeschoss. Jetzt werden wir wahrscheinlich diese Stufe 10 Tür öffnen können. Ich bin mal gespannt, was da drin jetzt abgeht. Da vorne. Ihr seht, die, das ist ein Kind, was da steht. Was macht die denn da? Keine Angst. Sie deutet uns in diese Tür. Ich sehe doch da hinten schon wieder die schwule Vase. Hier hat es auf jeden Fall ein Feuer gegeben. Und hier geht's wieder runter. Okay, aber sonst gibt es hier nichts. Hier ist noch eine Zeitung. Ocean House Mörder, vielleicht Schuld am Inferno. Also ein Mörder war hier zugange und da hinten brennt Licht. Wir gehen mal vor Ort. Ein Trinkglas und eine Kerze. Scheine in der Bar zu sein. Ich würde mir ja einen genehmigen, aber... Ne? Irgendwas konnte ich jetzt hier... Gehen mal hier hinein. Und wieder geht's in die Tiefe, in die Dunkelheit. Oh nein, ich sehe jetzt Schwanübles, das Tagebuch. Der Geist sucht Hilfe und hier liegen ganz viele Messer rum. Ich werde mal einen Blick in das Tagebuch riskieren. Die verkohlten Überreste eines Tagebuchs. 30.05.1958. Bin eben hier im Ocean House eingetroffen. Wir machen eine Woche Urlaub in Santa Monica und Ed hat uns ein Zimmer zur Eröffnung des Hotels gebucht. Es ist wunderbar hier, nahezu märchenhaft. Die Kinder sind schon den ganzen Nachmittag im Wasser. 31.05.1958. Die ersten beiden Tage waren geradezu perfekt. Außer, dass Ed nicht aufhört, mich nach dem Medaillon zu fragen, das ich von meiner Mutter bekommen habe. Er scheint zu glauben, ein Verehrer hätte es mir geschickt.
Ed kann sehr süß sein, aber manchmal übertreibt er es mit seiner Eifersucht. Hoffentlich geht's ihm morgen besser. 1.6.1958. Heute scheint die Sonne und es ist nicht eine Wolke am Himmel. Ed scheint leicht gereizt, er grübelt ständig, wer mein neuer Freund sein könnte. Manchmal ist das schon komisch. 3.6.1958. Heute Morgen gab es ein Picknick für die Hotelgäste. War recht imposant. Ed hat schlechte Laune. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um ihm klarzumachen, dass er meine einzige und wahre Liebe ist. Bloß als er mit dem Platzwart gesprochen hat, ist er ein bisschen aufgetaut. Männer. 4.6.1958. 2 Tage haben wir noch, dann geht es endlich nach Hause. Ed redet weder mit mir noch mit den Kindern. Und ich habe ihn des Öfteren dabei ertappt, wie er im Bad mein Medaillon anstarrte. Ich mache mir Sorgen, dass es eine Art Nervenzusammenbruch sein könnte. Ich habe ihm vorgeschlagen, nach Hause zu fahren, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Er würdigt mich keines Blickes. Ich will einfach nur nach Hause. 5.6.1958. Ed ist heute schon früh weggegangen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, lasse ich den Hotelmanager rufen. Obwohl ich es ihm verboten hatte, ist Ed Junior im Keller nach ihm suchen gegangen. Ich schicke Tiffany nach unten, um ihn zu holen. Wenn, Moment, es klopft an der Tür. Oh mein Gott, Ed voller Blut, will mich umbringen, hab mich ins Bad gesperrt, er ist verrückt, schreit, wir werden ewig zusammen sein und er wird mich nie hergeben. Bitte hilf mir irgendje. Und da endet das Tagebuch plötzlich. Er kommt. Da vorne sehe ich auch schon einen Gegenstand. Ach, machen sie es nicht. Sind die dann von Sinnen hier? Scheiße, raus hier aus der Dreckbude. Fällt hier auch noch die Hütte ab. Boah. Ja, dann zeig dich doch, Ed. Verarschen oder was? Ja, das wird mir jetzt hier zu dumm. Wir gehen. Kommt. Auf hoch. Haha, es geht nicht hoch. Wir versuchen uns mal hier. Wahrscheinlich müssen wir einfach die wilden Gegenstände hier wie wild zu Glump schlagen. Jetzt die Tür offen, nichts wie raus. Haben auch schon ein bisschen Schaden genommen. So. Warten mal kurz ab. Wir können nämlich auch Schaden kurieren, indem wir einfach keinen Schaden nehmen. Das Vampirblut, das ist eine sehr positive Eigenschaft. Oh. Unseres Unlebens, die sorgt dafür, dass wir uns selbstständig regenerieren. Ach du Scheiße. Ich weiß, was passiert. Sieh dich weiter um. Ich weiß, dass der Aufzug jetzt von oben kommt. Ich weiß es und ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Scheiße. Ach du Kacke.